Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen WG und den 33. Teil der magischen Ausbildung, die 5 Türme der Magier. Letzte Woche Freitag um 10 Uhr haben wir euch erklärt, wie ihr eure eigene magische Gruppe aufbaut, euren eigenen magischen Zirkel. Heute am Freitag, den 13. Oktober um 10 Uhr beschäftigen wir uns mit zwei Ritualen, einmal mit dem Segnungsritual und mit dem Todesritual oder Rückzugsritual, in dem ihr euren Übergang in die höhere Ebene nach eurem Tod schöner und leichter gestalten könnt. Fangen wir an, los geht's. Das Segnungsritual. Wir kommen nun zu den beiden letzten Ritualen in dieser Ausbildung. Beide sind kurz, aber wirkungsvoll. Das erste ist ein Segnungsritual und kann entweder in Verbindung mit anderen Ritualen oder eigenständig verwendet werden. Wie schon der Name sagt, ist es ein Segen, der Menschen, Tieren, einer Gottform, einem Erzengel oder Talisman gespendet werden kann. Vom Aufbau her ist es kabbalistisch. Zündet die Kerzen in den 4 Himmelsrichtungen an, habt Wein, Wasser und Salz am Altar bereit. Das Altarlicht brennt bereits und etwas Weihrauch glimmt. Dieses Ritual ist dazu gedacht, eine abwesende Person zu segnen, entweder um einen Schutz über sie zu legen oder ihr einfach Glück zu senden. Ihr könnt es anpassen an das, was ihr euch vorgenommen habt. Wenn ihr vorher ein anderes Ritual durchgeführt habt, dann wird der Segen vor der Schließung des Tempels ausgesprochen. Stellt euch im Osten auf und blickt auf die Säulen. Ich, Name, rufe die Kräfte des Ostens an, um Name zu segnen. Im Namen der Mächte, über die ich Kraft der Autorität meines Priestertums befehle, bitte ich um den Segen der Mächte des Ostens, der Mächte der Luft und der aufgehenden Sonne. Ich bitte darum im Namen Raffels und Paraldas und des Gottes, der über den Baum des Lebens herrscht. Legt euren Schutz und eure heilenden Kräfte über die Person, Name. Möge, Name, Gesundheit und zunehmender Wohlstand beschieden sein und möge er sie immer auf dem Pfad der Sonne wandeln. Geht nach Süden und blicken in diese Richtung. Ich, Name, rufe die Kräfte des Südens an, um Name zu segnen. Im Namen der Mächte, über die ich Kraft der Autorität meines Priestertums befehle, bitte ich um den Segen der Mächte des Südens, der Mächte des Feuers und der Mittagssonne. Im Namen Michaels und Djinns und des Urhebers der Gerechtigkeit am Baum des Lebens bitte ich darum. Legt euren Schutz und euren Mut über die Person, Name. Möge, Name, an geistiger und körperlicher Stärke wachsen und immer auf dem rechten Pfad wandeln. Geht nach Westen und blickt in diese Richtung. Ich, Name, rufe die Kräfte des Westens an, um Name zu segnen. Im Namen der Mächte, über die ich Kraft der Autorität meines Priestertums befehle, bitte ich um den Segen der Mächte des Westens, der Mächte des Wassers und der untergehenden Sonne. Im Namen Gabriels und Nixes und der Göttin der Form und der Sorge am Baum des Lebens bitte ich darum. Legt euren Schutz und euer Verstehen über die Person, Name. Möge, Name, an Weisheit und Vision wachsen und möge er sie im Glauben wandeln. Geht nach Norden und blickt in diese Richtung. Ich, Name, rufe die Kräfte des Nordens an, um Name zu segnen. Im Namen der Mächte, über die ich Kraft der Autorität meines Priestertums befehle, bitte ich um den Segen der Mächte des Nordens, der Mächte der Erde und der Mitternachtssonne. Im Namen Uriels und Gobs und dem Geber von Fülle am Baum des Lebens bitte ich darum. Legt euren Schutz und eure Ausdauer über die Person, Name. Möge, Name, an Festigkeit und Geduld wachsen und möge er sie in Ruhe und Frieden wandern. Geht nach Osten zurück und zum Altar, segnet Salz und Wasser, vermischt beides und besprengt den Altar damit. Blickt auf den Altar und hebt eure Arme hoch. Name, ich segne dich im Namen von, Name, Meister des Tempels. Möge das Licht von Keter wie eine Krone auf deinem Haupte liegen. Möge die Weisheit von Chokma wie ein Umhang um deine Schultern sein. Möge das Verständnis von Bina wie Sandalen an deinen Füßen sein. So sei es. Der Ritus des Rückzugs. Das letzte Ritual ist der Ritus des Rückzuges. Jeder Magier sollte sich auf seinen Tod vorbereiten. Er sieht ihn nicht als Ende, sondern als Beginn einer neuen Phase seiner Existenz. Um sich jedoch so rasch wie möglich zu befreien, bereitet er eine rituelle Pfadarbeit vor, die mittels eines Willenssatzes mit einem Zeitschloss versehen ist und im Augenblick seines Todes zu arbeiten beginnt. Wenn der Tod ganz plötzlich kommt, wird die Operation kurz vor dem Verlust des Bewusstseins beginnen. Wenn genügend Zeit vorhanden ist, um zu reflektieren, kann die ganze Arbeit bei vollem Bewusstsein durchgeführt werden. Und das ist die Art, wie alle Eingeweihten von dieser Welt gehen sollten. Nehmt euch Zeit für die Vorbereitung des Rückzugsritus. Denkt über euer Leben nach und wählt einen Ort und eine Zeit, die ihre Vorstellungen von Glück verkörpern.
wenn jemand vor euch gegangen ist, benutzt eure geschulten geistigen Fähigkeiten, um ein Muster an Ereignissen, in dem diese Person vorkommt, zu weben. Stellt euch in eurem Geist eine Arbeit zusammen, wie ihr auf jener anderen Ebene ankommt. Ihr seid jünger und steht in der Blüte eures Lebens, und jemand, den ihr liebt, erwartet euch. Vielleicht hat dieser jemand einen Hund oder eine Katze bei sich, die ihr sehr geliebt habt. Ihr begrüßt sie und beginnt die kurze Reise zu jenem Ort, den ihr immer als euren Ideal angesehen habt. Es kann ein Haus mit Ausblick über ein Tal sein oder eines an der Küste oder am Waldesrand. Es kann ein Haus sein, in dem ihr lebtet oder aufgewachsen seid, als ihr jung wart, oder eines, das ihr immer bewundert habt und euch gewünscht hättest, es wäre eures. Einige Menschen erwarten euch dort, und eine Willkommensfeier ist im Gange. Oder wollt ihr nur mit einer einzigen anderen Person zusammen sein? Arbeitet einen Spaziergang oder eine kurze Reise in Begleitung eures Freundes, Geliebten oder Verwandten zu jenem Ort aus. Ihr wisst, dass ihr euch am Ende eurer Reise ausruhen könnt und dass ihr alle Zeit habt, um zu tun, was immer ihr wollt. Alles, das ihr euch erträumt habt, jeder, den ihr wiedersehen möchtet, alles ist da. Wenn ihr ankommt, werdet ihr in eurem Zimmer gehen und euch zum Schlafen legen und wisst, dass, wenn ihr aufwacht, alle auf euch warten werden. Entwerft diesen Pfad mit großer Sorgfalt und Detailgenauigkeit. Nehmt euch Zeit und feilt daran herum, bis ihr eines Tages wisst, dass alles genauso ist, wie ihr es haben wollt. Dann könnt ihr die Arbeit entweder rituell in eurem Tempel durchführen oder im Freien an einem schönen Fleck, der euch viel bedeutet. Es kann sogar das Original auf Erden jenes Ortes sein, den ihr geistig aufgebaut habt. Führt hier die Pfadarbeit durch mit jedem Gran an Kraft, das ihr nur aufbringen könnt. Beginnt mit einem ersten Treffen auf einem Bahnhof, einer Bushaltestelle oder irgendwo anders, dann macht ihr die kurze Reise zu eurem besonderen Ort. Denkt an die Dinge, über die ihr sprechen wollt und an die Neuigkeiten, die ihr zu erzählen habt. Dann kommt die Ankunft und das Zimmer, in dem ihr schlafen werdet. Legt eure Kleidung ab und legt euch hin und an diesem Punkt beendet ihr die Arbeit, und wie in einem Film haltet ihr das letzte Bild auf dem Schirm fest. Geht zum Beginn zurück und haltet auch dieses Bild fest. Nun habt ihr das Alpha und Omega eurer Arbeit. An diesem Punkt müsst ihr einen klaren Willenssatz formen, nämlich, dass diese Arbeit genau im Augenblick eures Todes beginnen wird und nicht vorher. Bildet um die beiden Punkte das Unendlichkeitszeichen, eine auf der Seite liegende 8, die jeweils ein Ende der Reise einschließt. Es ist wichtig und es ist eine große Erleichterung, sich auf diese Weise vorzubereiten, denn es wird euch helfen, über den ersten Schock hinwegzukommen und wird euch eine Atempause geben, in der ihr euch unter Freunden oder geliebten Menschen ausruhen könnt. Wenn ihr wieder aufwacht, wird das Trauma verblasst sein und ihr könnt beginnen, euch an eure neue Existenzebene anzupassen. Alle Eingeweihten bereiten sich auf diese oder ähnliche Art vor und vergessen es dann. Die einzige Schwierigkeit dabei ist, sich zu entscheiden, welchen Ort, welches Ideal ihr wirklich wollt. Denn wenn ihr euch einmal festgelegt und den Willenssatz mit eingebracht habt, ist es schwierig, das Ganze zu lösen. Deshalb müsst ihr ganz sicher sein, ihr könnt diese Arbeit auch für einen anderen Menschen machen, wenn er nicht fähig ist, es selbst zu tun oder nichts von solchen Techniken weiß. Ihr habt eine lange Reise gemacht, 9 Monate voller Mühe und Anstrengung, jetzt ist eure Ausbildung fast zu Ende, wenn ihr unsicher seid in manchen Bereichen, wir haben eine Playlist entworfen, die nennt sich Kostenlose magische Ausbildung und Magie 2023. Schaut euch die einzelnen Videos nochmal an. Oder stellt uns Fragen in den Kommentaren. Wir stellen euch noch ein paar Bücher vor, in denen ihr auch nochmal alles findet, was wir hier vorgetragen haben und noch ausführlicher. Leseliste: Bort, Colin und Jeanette, Mysterious Britain Paladin, 1974. Campbell, J., The Hero with a 1000 Faces, Princeton University Press, Der Heroes in 1000 Gestalten, Surkamp KNU 1978. Campbell, J., The Masks of God, 4 Bände, Princeton University Press. Douglas, N. und Slinger, P., Sexual Secrets, Aero Books, 1982, Das große Buch des Tantra. Sexuelle Geheimnisse und die Alchemie der Ekstase, Sphinx, 1985. Fortune, Dion, Psychic Self-Defense, Aquarian Press, 1977, Selbstverteidigung und PSI, Ansata, 2. Auflage, 1985. Hope, Murray, P.,
Practical Techniques of Psychic Self-Defense, Aquarian Press, 1983, Geistige Selbstverteidigung. Sphinx, 1987. Roberts, Anthony, Atlanta and Traditions in Ancient Britain, Ryder, 1977. Spass, L., Occult Science in Atlantis, Aquarian Press, 1978. Strachan, F., Casting Out the Devils, Aquarian Press, 1972. Underwood, Guy, Patterns of the Fast, Pitman, 1970. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen zum Inhalt dieses Videos habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr reden wir unter anderem über die Tattwa-Symbole. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und liebe Grüße. Bis nächste Woche Freitag um 10 Uhr. Seid gespannt und bleibt dabei.